das Unternehmen vor ungefähr 15 Jahren gegründet, haben uns dann 2001 da schon wesentlich vergrößert, sind dann dieses Jahr zur Jahresmitte mit der Produktion hier hergezogen in die neuen Räumlichkeiten. Die neuen Räumlichkeiten wurden in der Abstimmung und Planung mit meinem Vermieter für uns speziell ausgerichtet. Wie muss die Halle gestaltet sein? Wo müssen Ein- und Ausgänge sein, dass wir letztendlich einmal durchlaufen können, ohne dass ein Material zweimal über den gleichen Punkt kommt? Alles, was an großen Materialien kommt, geht hier rein. Und die Idee ist letztendlich, dass wir möglichst keine Wege überkreuzen lassen. Wir teilen uns mit unserem Vermieter einen Gabelstapler, sodass wir letztendlich große Teile auch da entlastend für die Mitarbeiter abladen können. Aber auch da sind diese Lagerungen so konzipiert, dass letztendlich über die Hilfsmittel, die wir haben, die Möglichkeit besteht, dass auch einer alleine diese Platten handeln kann. Es gibt in Hamburg eine Spedition, die hat sich auf Tischlereibetriebe spezialisiert. Das sind hochmotivierte Mitarbeiter, die können uns auch bei der Montage zum Teil helfen, weil sie das seit sehr vielen Jahren machen. Und denen macht es Spaß zu tragen. Die sind geübt im Tragen, die kennen die Tragetechniken, dass meine Mitarbeiter das auch kennen. Ist klar, aber nicht in dem Maße. Diese Motivation, da hinzukommen und vielleicht noch einen Teil mitzutragen und dann anfangen zu können, aufzubauen und der Rest kommt mit dem Spediteur, das ist super. Auch hier haben wir letztendlich schon weitergedacht und gesagt, ich hatte es ja kurz oben angesprochen, wir werden Anfang oder im ersten bzw. zweiten Quartal nächsten Jahres eine CNC-Bearbeitung kriegen. Ich weiß nicht, ob allen das ein Begriff ist. Das heißt, letztendlich Daten werden im Büro bearbeitet, Zeichnungen und so weiter und die werden an die Maschinen direkt weitergegeben und dann macht die Maschine das mehr oder weniger alleine. Das ist dann eine reine horizontale Bearbeitung, dass wir halt liegende Plattenlager kriegen und dann alles mit dem Stapler machen, um dann auch letztendlich den Kraftaufwand oder ob man da mit einem neuen Artikheber oder was auch immer arbeitet, nochmal bei den Mitarbeitern erzielt. Welche Anweisungen haben Sie Ihren Mitarbeitern gegeben und welche PSA gibt es bei Ihnen? Also klar, der Standard Gehörschutz Schuhe, wenn Sie das meinen. Mhm. Ja, und ganz konkret jetzt für diese Maschine beispielsweise? Wird jeder Mitarbeiter eingelesen. Und zwar lassen wir uns das auch bestätigen, die Einweisung jährlich. Mhm. Also es wird jährlich, soweit wir es hinkriegen, jährlich wiederholt. Sind wir jetzt so verpflichtet inzwischen. Ja. Und bezüglich der Beschilderung, wenn ich jetzt so hier an Hinweisschilder und sowas denke? Bei der Maschine haben wir keine. Wir haben bei den, hier steht es noch, zum Teil haben wir es aufgehängt. Okay, schon. Das hängt, ist jetzt einfach umzugsbedingt. Ja, bei der Maschine gibt es gar keine. Bei da, wo es sie gibt, haben wir sie aufgehängt. Mhm. Oder sie stehen im Moment daneben, aber sie hängen dann noch. Ja, ja. Generell ist es so, dass für bestimmte Bereiche oder für jeden Bereich, sei es Kfz, sei es Kleinmaschinen, sei es Großmaschinen, jeweils ein Verantwortlicher sich zur Verfügung stellt. Eigentlich soll in jedem Bereich dann so eine Liste hängen. Ja. Oder der Verantwortliche einmal, der für diesen Bereich verantwortlich ist, mit welchen Aufgaben und auch der Kontrollzettel. Ja, vorbildlich. Sind einzelne Mitarbeiter auf bestimmte Aspekte spezialisiert? Oder soll vom Prinzip her jeder alles machen können? Im Moment sind wir noch an dem Punkt, dass jeder alles macht. Das wird sich aber ändern. Weil es einfach nicht mehr ökonomisch ist. Hier wird letztendlich alles nochmal staubfrei gemacht mit Staubbindetüchern etc. Beziehungsweise das, was schon soweit ist, hier vorgelagert wird und dann in die Lackierung gehen kann. Es geht darum, dass die Lager vernünftig belüftet sind, dass die Explosionsgefahr runtergeht, natürlich auch die Belastung an die Mitarbeiter runtergeht. Da kriegen wir die Schwierigkeiten, da die konstante Temperatur hinzukriegen und in der Verarbeitung muss sie wirklich, das sind 2 Grad, 3 Grad Differenz, die sie im Lackbereich noch haben, in der Anwendung, um gute Oberflächen zu schaffen. Und das kriegen wir nicht. Also solche Lackräume bauen zu lassen, die fressen so viel Geld. Also selbst so ein Lackraum, muss ich ehrlich sagen, amortisiert sich nicht. Dahinter ist das Lacklager, wenn Sie wieder einmal reingucken, dann können Sie wieder reingucken. Tja, wollte ich Jeder Mitarbeiter hat seine persönliche Schutzausrüstung, das heißt, wenn er viel lackiert hat, dann Overall an. Er hat eine Teilmaske, also sprich um den Mund- und Nasenbereich, dass er letztendlich dementsprechend geschützt ist, was die Atmung angeht. Das wird von der Firma zur Verfügung gestellt. Wir stellen Handschuhe zur Verfügung, dass kein Kontakt mit den Lösemitteln eintritt. Kurzuntersuchung. Wie bitte? Maskentauglichkeitsuntersuchung der Mitarbeiter. Ja, das wird ja über den medizinischen Dienst dann mit, nicht? Geleistet. Da haben wir uns alle mal Gedanken gemacht, wie könnte so ein mobiler Werkzeugwagen aussehen. Jeder Mitarbeiter hat seinen Werkzeugsatz, mit dem er arbeitet. Wir haben alles hier mobil gehalten, aus dem einfachen Grund.
auf Auftragsgrößen zu reagieren. Oder dieses Mobil bis an den Firmenwagen ranfahren kann, von dort aus einladen und nicht hier umpacken, auf den Transportwagen nochmal umpacken, also solche Sachen. Höhenverstellbare Arbeitstische aus dem einfachen Grund, dass jeder seine individuelle Arbeitshöhe oder auch dem Werkstück angepasste Arbeitshöhe einstellen kann, einheitlich auf eine Höhe eingestellt, nämlich auf Maschinentischhöhe von den Fräsen. Das wird jetzt mit der CNC sich nochmal verändern, dass letztendlich auch Werkstücke einfach nur rübergeschoben werden können, ohne zu heben. Alle genießen das helle Licht. Sie sehen, es ist noch nicht mal alles eingeschaltet. Und natürlich so ein luxuriöser Boden, der eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein soll. Wie kann man auch individuell die Gesundheit der Mitarbeiter fördern? Denn die Arbeitgeber sind in der Zukunft immer mehr in der Rolle, sich positiv für die Fachkräfte darzustellen, als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben, dementsprechend auch Mitarbeiter an sich zu binden. Und dazu gehört es eben jetzt auch in der veränderten Arbeitswelt, sich um die Gesundheit der Mitarbeiter zu kümmern, dass man als Beschäftigter auch das Gefühl hat, mein Arbeitgeber kümmert sich um mich. Denn nur gesunde Mitarbeiter, das ist ihre wichtigste Ressource, ihr wichtigstes Kapital, sichert dann dementsprechend auch die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens. Und dass sie gesund an ihrem Arbeitsplatz sind, dazu gibt es eben betriebliches Gesundheitsmanagement, wo die Krankenkassen sich ja mittlerweile alle auf den Weg gemacht haben, da die Unternehmen zu unterstützen. Das andere ist es aber, die Beschäftigten auch dazu zu befähigen, mit diesem gesundheitsgerechten Arbeitsplatz auch umzugehen und dementsprechend ihr eigenes körperliches und soziales Verhalten auch darauf anzuwenden. Denn es nützt auch nichts, wenn man einen toll ergonomisch eingerichteten Arbeitsplatz hat, aber den eigentlich am Ende vielleicht gar nicht so bedienen kann, dass man dann auch sich gesundheitsgerecht verhält. Das ist Aufgabe der Unternehmensleitung, für sich zu entscheiden, mache ich das mit meinen Mitarbeitern, führe ich dieses Management in mein Unternehmen ein und kümmere ich mich eben auch um die Gesundheit meiner Mitarbeiter. Ganz wichtig ist es für jedes Unternehmen, bevor man überhaupt in eine Umsetzung, in die Praxis startet, zu analysieren, wie ist der derzeitige Gesundheitszustand im Betrieb. Dazu gibt es eben dann bestimmte unterschiedliche Analysemethoden, die eben natürlich auch je nach Betriebsgröße angewendet werden können. Aber ohne diese Analyse macht es letztendlich auch keinen Sinn, in die Umsetzung von betrieblichem Gesundheitsmanagement zu gehen, weil man mitunter sonst auch am Bedarf vorbei trainiert. Wenn man nach dieser Analyse dann festgestellt hat, wo die eigentlichen Beeinträchtigungen der Mitarbeiter sind und wo wir gesundheitsgerecht unterstützen können, geht es dann erst über in die einzelnen Trainings, in die einzelnen Workshops, je nachdem, was die Mitarbeiter belastet sind. Häufig sind es natürlich die körperlichen Belastungen im Handwerksbereich, aber eben auch zunehmend psychosoziale Belastungen. Dass man dann Trainings mit den Mitarbeitern durchführt, um ihre Ressourcen zu stärken, dementsprechend sie sicher zu machen in dem Umgang mit gesundheitsgerechtem Verhalten, sodass es dann nach und nach auch routiniert an den Arbeitsplätzen übergeht. Und letztendlich spielt dabei immer eine Rolle, dass wir zwischenzeitlich immer gucken, welche Ziele haben wir uns eigentlich in diesem Betrieb mit betrieblichem Gesundheitsmanagement gesetzt und was haben wir bisher erreicht und ist das Erreichte übereinstimmend mit den jeweiligen Zielen. Das ist im Prinzip so der grobe Ablauf, wie man Gesundheitsmanagement in einen Betrieb integrieren kann. Wie ich schon erwähnte, werden diese Trainings dann auch durch spezielle Fachkräfte durchgeführt, die für diese einzelnen Handlungsfelder tätig sind. Zuerst guckt man mit der Analyse, welcher Handlungsbedarf besteht, dann geht man in die Umsetzungsphase, dann kommt aber auch natürlich eine Auswertung und eine Anpassung der Maßnahmen, sodass man möglichst zielgenau auch am Bedarf bleibt. Wie muss die Arbeit gestaltet sein, damit sie nicht krank macht? Da sind wir dann also wieder eher in der Verhältnisprävention und einmal, was hält gesund, dass wir eben auch an den Ressourcen der Mitarbeiter herankommen. Also ich fand diese Logistik für den Lagerbestand fand ich ganz toll, weil das eben auch häufig viel Stress erzeugt, wenn ich schnell was holen will aus dem Lager, weil ich weitermachen will irgendwie und dann ist es eben nicht mehr da. Also das ist ein ganz hoher Stressfaktor und das ist super gelöst, finde ich, sodass es in einem Rutsch weitergehen kann. Ganz wichtig ist auch, oder ein Punkt im Bereich psychosoziale Belastung, dass man guckt, wie sind die Kommunikationsstrukturen, dass man da vielleicht Optimierungsbedarf auch hat, dass man also wöchentliche Meetings vielleicht zum Beispiel vereinbart, um den Informationsfluss mit den Projektleitern auch zu verbessern. Ich hatte in einem Unternehmen, war es auch so, dass man alle 4 Wochen
sich einmal in der Woche getroffen hat und alles, was die Seele sozusagen belastet, da auch vorbringen durfte, ohne dass die Mitarbeiter Repressalien erwarten mussten. Und wer sich dennoch nicht getraut hatte, da gab es dann ein sogenanntes Bedbook, wo die das dann eintragen konnten irgendwie. Und auch das hat viel gebracht, um einfach stressfreier arbeiten zu können. Wenn wir in andere Betriebe gehen, wo die Belegschaft, wir haben es ja auch gehört, auch jetzt immer älter sein wird, dann ist es häufig so, dass sie nach 10, 15 Jahren oder so das erste Mal darüber nachdenken, wie stehe ich überhaupt an der Werkbank und was sind überhaupt meine belastendsten arbeitlichen Tätigkeiten. Und sowas setzen wir dann in Gang, da mal drüber nachzudenken. Ist das gut für mich? Entstehen da vielleicht auch Beschwerden, die Rückenschmerzen oder so? Die bringen das häufig auch gar nicht so in Zusammenhang. Also der wichtigste Punkt ist eben, ein Bewusstsein für ergonomisches Arbeiten zu schaffen. Das heißt, wenn wir dann nachher aus dem Betrieb rausgehen, die auch wissen, worauf sie achten können und warum sie da auch drauf achten sollen. Wie mache ich mir das Arbeiten an sich leichter? Mit Rolltischen, höhenverstellbaren Tischen, Stehhilfen, sodass ich mal im Sitzen, mal im Stehen arbeiten kann. Und irgendwann schleichen wir uns dann sozusagen raus, aber dann ist es so fest in den Köpfen der Mitarbeiter verankert, dass es routinemäßig in den Arbeitsalltag übergeht. Und das ist das Ziel, was wir damit haben, mit den Unternehmen, das nachhaltige Unternehmen auch wirklich zu integrieren. Und Transparenz, das ist natürlich ganz wichtig, die Mitarbeiter auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement, wenn man sich dazu als Unternehmen entscheidet, immer darüber aufzuklären und immer transparent zu bleiben, was will ich jetzt machen. Weil für die Mitarbeiter geht ja sonst durch den Kopf, jetzt will der was über meine Gesundheit wissen, es geht ihnen doch gar nichts an. Warum? Ne? Deshalb muss man immer transparent bleiben und immer darüber aufklären, warum machen wir das, was ist als nächstes dran und welche Zielstellung steht dahinter. Und dass vor allen Dingen diese Analysen, die wir beschrieben haben, immer anonymisiert sind. Und das machen dann unsere Gesundheitsmanager und auch ergänzend auch von den Fachkräften, die wirklich am Arbeitsplatz die Analyse dann durchführen. Und daraus ergibt sich dann wieder ein Gesamtergebnis für das Unternehmen, wo man sagen kann, da drückt der Schuh und da müssen wir ran, das ist unser Handlungsfeld. Das heißt, die Betriebe können bei uns dann die Vorsorgebedingungen einfordern und kriegen von uns Termine vorgegeben, weil wir dann Fahrzeuge herschicken mit Mitarbeitern, die dann die Betriebe abfahren, terminiert und dann die Vorsorgeuntersuchung selber durchführen. Das mache ich generell, wenn ich externe Trainings hier mache. Die machen wir in verschiedenen Bereichen immer wieder, dass ich halt mich komplett außen vor lasse und die Mitarbeiter letztendlich mit diesem externen Trainer oder mit diesem externen Unternehmensberater das zusammenarbeiten. Und ich habe das immer mit dem Bild der Käseglocke verglichen. Dass wenn ich runterkomme und sage, ihr müsst das so machen oder ich das wäre sinnvoll so, dann ist es die Käseglocke und sie sagen, dann ist schon mal so, nee, was will der eigentlich? Der hat gar keine Ahnung. Und dann haben sie diese Werkstatt neu eingerichtet und da ist ein super Produkt rausgekommen und das Ende vom Lied war, dass die Mitarbeiter oder zwei speziell zu mir gekommen sind und haben gesagt, ich habe in 50 Jahren Berufstätigkeit nie meinen eigenen Arbeitsplatz gestalten dürfen. Und das ist irgendwie nach einem halben Jahr bin ich in diesem Unternehmen und darf meinen eigenen Platz gestalten. Also auch dieses Miteinbinden, die Motivation, es ist eine extrem hohe Motivation.